willkommen zurück zu einer weiteren Runde Isaac Rebirth und ja, was war denn los hier in der letzten oder vorletzten Folge? Ich glaube in der vorletzten Folge, genau, da war das, da habe ich ja darüber gesprochen, dass ich wahrscheinlich aufhören werde mit Isaac, nachdem ich natürlich logischerweise alles habe. Hier ist mein Greenscreen heute wieder ganz komisch. Naja, und jo, das wollen wir nicht, wollen nicht Vollbild und ja, das war sehr interessant, dass da so viele Kommentare auf einmal kamen, ne? Also, mich hat es ehrlich gesagt ziemlich umgehauen, dass auf einmal das Video hatte irgendwie mehr als doppelt so viele Likes wie alle anderen. Und es haben auch super viele, sorry, ich habe gerade noch eine Nachricht lesen müssen. Super viele kommentiert. Also, es waren ultra viele Kommentare unter dem Video. Das hat mich sehr gefreut. Und ich würde mir echt wünschen, dass es unter vielen so ist. Ich weiß natürlich, dass es einige Leute unter euch gibt, die nicht so gerne Kommentare schreiben. Aber, ich muss mal eben den Xio, möchte mein Spiel sehen, der Boy. So ein Boy. So, ich weiß natürlich, dass es nicht immer der Fall ist, dass jeder von euch kommentiert mal unter ein Video. Aber ich muss sagen, ich finde es immer sehr spaßig, Kommentare von euch zu lesen. Und es haben auch super viele drunter geschrieben, dass jetzt wohl ein neues Addon kommt, und zwar Afterbirth. Und das war mir überhaupt nicht klar. Also es soll wohl jetzt im Sommer kommen, es ist wohl auch schon sehr weit. Das heißt, wahrscheinlich so im Mai, Juni, irgendwie sowas, wird es wahrscheinlich kommen. Und mit hoher Wahrscheinlichkeit werden wir das auch spielen. Also mal abwarten. Wie ihr schon gemerkt habt, spielen wir heute wieder The Lost. Ich weiß noch nicht genau, wo ich damit hingehe mit The Lost, aber ja, wir gehen erstmal in den Tod. Aber wir gucken mal. Ja, natürlich werde ich Afterbirth dann auch spielen. Ich weiß natürlich nicht, wann es jetzt rauskommt. Es kann natürlich sein, dass sich das genau überschneidet. Ich habe schon coole Sachen gelesen, von wegen 10 neue Challenges, neuer Charakter, den man spielen kann, 100 neue Items oder mehr als 100 neue Items. Richtig geil. Richtig fett auf jeden Fall. Gefällt mir übelst gut. Und ich weiß ja nicht, ich glaube bei, ist es bei Afterbirth auch so, dass man komplett neu anfängt? Ich weiß es nicht. Oder es ist doch einfach nur ein DLC, ne? Das heißt, der vorhandene Spielstand wird einfach überschrieben. Und sollte ja dann eigentlich kein Problem sein, den weiterzuspielen. Das heißt, die 100 Items dann mit den anderen Sachen freizuschalten. Es gibt wohl auch ein paar neue Endings und vielleicht auch eine neue Ebene oder sowas, habe ich gelesen. Also, es ist super viele Infos gibt es dazu. Und ja, das freut mich auf jeden Fall sehr. Ich bin sehr gespannt darauf. Finde ich cool, dass der Entwickler schon relativ zeitig jetzt so ein DLC rausbringt. Mit so vielen neuen Sachen. Denn das Spiel ist ja schon eine ganze Weile draußen. Ich werde mal Folgendes machen. Und heute ist die Folge ein bisschen chaotisch, da müsst ihr mir verzeihen, Leute. Aber ich habe letztens gemerkt, dass der Sound ein bisschen laut war. Deswegen werde ich den jetzt mal ein bisschen runterschrauben. Und ja, wo waren wir stehen? Genau, Afterbirth, ja. Das Addon interessiert mich auf jeden Fall ziemlich. Ich habe schon ein paar so kleine Spoiler gesehen, was es da so für Items geben wird. Da waren schon ein paar lustige Sachen dabei, muss ich sagen. Und hat mir auf jeden Fall gut gefallen. Ich bin noch am Überlegen, es gibt momentan super viele Mods auch. Habe ich ja mit euch, euch erzählt, dass es da sehr viele Mods gibt, die ich eventuell spielen wollte. Die werde ich jetzt wahrscheinlich nicht mehr spielen, denn ich habe ja in der letzten Folge darüber gesprochen, dass ich wohl aufhören werde nach den normalen Runs. Vielleicht, es kann sein, dass wir so Überbrückungsruns machen bis zum DLC, aber das weiß ich noch nicht hundertprozentig, ne? Dann, das hängt halt sehr davon ab, wie ihr die Folgen schaut, ob ihr sie schaut oder ob ihr sie noch sehen wollt oder nicht, denn keine Frage, Isaac macht mir sehr viel Spaß, aber ich könnte natürlich auch Isaac spielen, ohne aufzunehmen, ne? Und ich sag mal so, die Zeit, die ich ins Aufnehmen von Isaac investiere, die könnte ich dann theoretisch gesehen, habe ich ja schon gesagt, in andere Projekte stecken. Und das würde sich vielleicht auch lohnen für mich. Also nicht, ich sehe das hier aus einem Aspekt, einfach weil ich andere Spiele gerne, wow, weil ich andere Spiele gerne auch spielen möchte. Und da hätte ich auf jeden Fall Bock drauf. Momentan habe ich einfach nicht die Zeit dafür. Ich würde super gerne auch andere Games let's playen, aber mir fehlt einfach die Zeit und ich will auch meinen Kanal nicht voll spammen mit. Ich meine, ich mache momentan 4 Videos am Tag. Das finde ich schon sehr viel. Mehr Videos finde ich einfach nicht worth in dem Sinne. Also ich hätte einfach keinen Bock drauf, meinen Kanal so voll zu laden. Ich weiß nicht, wie ihr es seht. Ich denke mal, es gibt ein paar unter euch, die würden sich bestimmt anschauen. Es schreiben mir auch ein paar Leute, dass sie sich wirklich jedes Video anschauen von mir. Ist natürlich super geil.
Ich würde es selber nicht mal schaffen. Bin ich ganz ehrlich, 4 Videos am Tag ist ultra viel. Also da muss man schon wirklich, den ganzen Tag quasi meinen Kanal gucken, habe ich das Gefühl, damit man da überhaupt hinterherkommt. Und ja, dementsprechend mal schauen, wie ich das mache. TTT wird wahrscheinlich auch nicht ewig gehen. Also es ist momentan auch noch so ein Projekt, was sehr viel Spaß macht mir selbst. Das ist so das größte Ding. Ich sag mal so, rein von den Klickzahlen hätte ich Isaac wahrscheinlich schon ewig aufhören müssen. Weil es sich vom zeittechnischen her wahrscheinlich nicht lohnt. Wenn ich es vergleiche... Oh Gott. Wenn ich es vergleiche mit... heute, ihr merkt schon, heute ist der Wurm drin. Heute geht gar nichts. Wenn ich es vergleiche mit... zum Beispiel damals, wo ich Evil Within aufgenommen habe, das ging ja super schnell aufzunehmen, ne? Da spielst du eine Runde, das ist ein Singleplayer-Game, super easy, überhaupt kein Problem. Und so eine Runde Isaac, ich habe ja am Anfang auch noch immer ganze Folgen hochgeladen, denn da habe ich Isaac auch noch ein bisschen mehr gespammt. Jetzt, wo es so ein bisschen hin und Richtung Ende geht, ich würde gerne auch wieder ganze Folgen hochladen, aber da habe ich ja auch schon mal zu euch gesagt, ne? Da müsste sich das auch einfach zeitlich ein bisschen mehr lohnen. Das ist halt so die Sache. Ich finde es aber echt geil, dass ich jetzt so viel Zeit schon mit dem Isaac normalen Rebirth überbrückt habe. Ich sag schon immer Afterbirth. Und jetzt bald schon der neue DLC rauskommt. Denn ich muss sagen, ich habe ja damals schon das alte Isaac gespielt und das habe ich ziemlich gefeiert. Aber erst mit Wrath of the Lamb bin ich so wirklich richtig im Isaac-Hype gewesen. Weil dieses Add-on oder dieser DLC war richtig geil. Dadurch kam die Kiste rein, dadurch kamen super viele neue, coole Items rein und ich kenne ja den Entwickler, der denkt sich so viele geile Sachen aus. Alleine jetzt mit Rebirth kamen so viele coole Item-Kombinationen rein. Und er hat auch schon auf seinem Twitter-Kanal oder Account gepostet, dass wohl super viele neue Kombinationen möglich sind. Und da bin ich ultra gespannt drauf. Da habe ich auf jeden Fall jetzt schon richtig Bock. Und vielleicht werden dann auch wieder ganze Folgen kommen. Ich denke mal, da werden auf jeden Fall ganze Folgen kommen. Und ich denke mal auch, dass ihr dann mehr Bock auf Isaac wieder habt. Wenn es wieder ein bisschen was Neues ist, neue Challenges, neue Items, da habt ihr vielleicht dann auch wieder ein bisschen mehr Bock, logischerweise dazu schauen. Aber auch vielen Dank auch an alle, die gepostet haben, dass sie wirklich immer noch übelst gehypt sind von Isaac und dass sie jede Folge schauen. Finde ich wirklich super nice von euch. Ich muss sagen, auch ich werde jetzt oft gefragt, zum Beispiel von Kumpels, mit denen ich im TS abhänge, sag mal, macht dir das Spiel überhaupt noch Spaß? Du spielst das schon so lange, ist das nicht immer dasselbe? Aber ich muss sagen, Isaac ist halt wirklich ein Spiel, was einem wirklich ultra lange fesseln kann. Ne? Das ist halt, weiß nicht, mir macht es einfach ultra den Spaß, weil es wirklich immer was anderes ist. Ne? Es gibt zigtausend verschiedene Item-Kombinationen, zigtausend Möglichkeiten, hier zu spielen und was auszuprobieren. Dann gibt es ja noch Mods, die wir noch nicht mal angefangen haben. Der Savior-Mod, God-Mod. Da gibt es doch verschiedene Mods noch. Und gibt es also quasi noch super viel zu machen hier. Und wir haben noch nicht mal das normale Spiel durch. Ich sag mal, durch haben wir es in dem Sinne schon, aber wir haben ja noch nicht alles freigeschaltet, ne? Und, oh, komm schon. Und das ist so ein bisschen das Ding, ne? Ich bin ja jemand, der auch dann, wenn er schon so ein Spiel tagtäglich zockt, dann will er auch alles haben. Ich habe damals in Isaac, glaube ich, gerade noch so den Golden God geschafft, bevor wir das neue Projekt angefangen haben, bevor wir jetzt die Rebirth angefangen haben. Und ja, da war ich schon ziemlich stolz drauf. Aber Platinum God, das ist auf jeden Fall schon mal eine harte Nummer. Da musst du wirklich alles haben. Und gerade mit The Lost, ne, ist ja ein Charakter dazugekommen, der so schwierig ist. Da ist es wirklich nicht so einfach. Boah, hier muss man echt so krass aufpassen. Weil die immer so super komisch laufen, ey, die Gurglings. Am besten konzentriert man sich immer auf einen. Ist aber gar nicht so einfach, sich auf einen zu konzentrieren. Man muss auch aufpassen, dass man die nicht anschießt, während der charged, ne? Weil das kann einem echt zum Verhängnis werden. Ah, wohl, der erste ist tot. Der gute Xio hat ja gerade zugeguckt und der hat nach kurzer Zeit schon wieder aufgehört, mir zuzugucken, weil er wahrscheinlich gedacht hat, The Lost, habe ich keinen Bock. Ich habe auch schon einige gesehen von euch, die haben geschrieben, yo, Barrick, The Lost ist ganz cool, aber es wäre cool, wenn du zum Beispiel nur einmal stirbst und dann einen anderen Charakter spielst. Mir geht es einfach darum, ich weiß, The Lost ist manchmal ein bisschen öde, aber mir geht es einfach darum, ich möchte ja auch irgendwann mal
alles mit dem Charakter geschafft haben. Und wie gesagt, ich habe momentan leider nicht mehr die Zeit dafür, Isaac schon noch privat zu spielen, also ohne es zu es aufzunehmen. Da fehlt mir einfach die Zeit momentan. Und dementsprechend ja, versuche ich dann immer in den Aufnahmen wenigstens ein bisschen The Lost zu spielen. Deswegen bin ich auch so bad in Isaac, weil ich halt wirklich das ist so eine Sache, die mich auch viele gefragt haben, ob ich offline, wenn ich so gespielt habe mal, ob ich dann vielleicht ein bisschen besser bin oder ob ich dann anders spiele. Und ich muss sagen, ja, spiele ich. Ich spiele anders. Ich würde nicht sagen unbedingt besser. So würde ich es nicht unbedingt sagen. Aber dadurch, dass man halt, wenn man aufnimmt, es ist ähnlich wie bei League, ne? Man quatscht die ganze Zeit und logischerweise konzentriert man sich dann zum einen Teil aufs Quatschen und nicht mehr so sehr aufs Game, ne? Und dementsprechend leidet natürlich auch manchmal der Skill darunter. Ist ja ähnlich wie bei League. Wenn ich streame oder so, dann quatsche ich ja auch ununterbrochen oder versuche zumindest. Weil ich ja auch nicht Leute, die auf den Stream kommen, permanent da anschweigen will. So, was haben wir denn hier? The number one. Tears up. Das ist ganz cool. Wir haben zwar, ich glaube, wir haben Range Down bekommen. Aber an sich ist das eigentlich ganz cool. Die Karte Stars. Können wir uns überlegen, ob wir die mitnehmen. Ich möchte eigentlich den Judgment. Ich weiß nicht, ob der Judgment sich überhaupt lohnt. Weil. Ach Gott. Oh, heute ist der Boom drin. Ja, was ich sagen wollte, der Judgment, weiß nicht, ob es sich lohnt, weil wir ja hier keine Teufelsdeals benutzen können. Was ist das denn hier? Trail of Tears. Nicht gerade Premium. Ich würde auch super gerne ein bisschen mehr von diesen Quatschrunden machen in Isaac. Einfach, wo ich ein bisschen rumlaber über alles Mögliche. Das Problem ist aber bei Isaac, das ist halt so schwierig, ne? Wenn ich solche Charaktere spiele wie The Lost, da musst du dich manchmal so hart konzentrieren und da kannst du nicht großartig rumquatschen noch. Macht der auch Schaden, der Trail? Das sehe ich ja jetzt erst. Ich habe immer gedacht, der slowt nur. Ah, schade. Bräuchten einen Schlüssel. So, okay. Vielleicht kriegen wir noch einen Schlüssel zusammen. Cricket's Head zum Beispiel, den hatten wir in dem Lost Runs auch noch nie. So. Gucken wir doch mal. Also, wir brauchen auf jeden Fall noch einen Schlüssel. Diese Spinnen, ne? Oh, ich weiß nicht, ich hasse die. Ich weiß nicht warum, aber manchmal springen die so unnormal weit, ne? Das ist so ekelhaft. Richtig schlimm ist das. Keine Ahnung, ich mag das überhaupt nicht. Ah, kriegen wir keinen Schlüssel mehr zusammen, oder was? Das ist auch eine riesige Ebene irgendwie. Was ist denn das? Curse of the Unknown. Warum ist denn das so riesig hier? Das frage ich mich. Das ist ja ekelhaft. Ich glaube, Super Pride haben wir tatsächlich noch nie besiegt, ey. Oh, was ist denn heute los, ey? Kriegen aber auch nichts geschissen hier. Aber Curse of the Labyrinth ist zwar nicht so Premium, aber wir nehmen es einfach mal trotzdem. So. Das weiße Herz brauchen wir natürlich, ne? Ist ja klar. Oh, hat der gerade eine Sacred Heart Kugel geschossen? Oder habe ich mich geirrt? Habe ich mich verguckt? Ah, das hasse ich immer. Die Fliege, ne? Come on, komm runter da. Ah, komm schon. Na also. So, was haben wir denn hier? Pretty Fly. Jawohl. Das ist doch schon mal ordentlich. Also, das Rainbow Baby ist gar nicht mal schlecht. War schon ganz gut für den Anfang. Hopp. Müssen einfach gucken, dass wir jetzt, wenigstens mal ein Teufelsziel hier rauskriegen. Ja, ich meine, wir spielen jetzt schon. Wie lange spielen wir? 13 Minuten, 14 Minuten. Das tut mir natürlich leid, ne? Aber ihr wisst ja, ne? Manchmal habe ich einfach so Möwenruns, da klappt einfach gar nichts. Ich glaube, ich bin manchmal auch ein bisschen zu hastig, dass ich einfach zu schnell die Gegner platt machen will. Anstatt mich einfach so ein bisschen safe zu stellen. Und. Wow, das war close. Und, einfach auf Nummer sicher zu gehen, ne?
Da bin ich manchmal ein bisschen zu eilig. Da war noch ein blauer Stein. Den können wir uns schon mal merken. Zack. Boah, die Spinnen. Ekelhaft, Leute. Ekelhaft sind die Spinnen. Komm ran. Erstmal die Spinnen rauslocken, das ist das Wichtigste. Boah, das war so close. Close, Mann. Close, Leute. Close, close, close. Oh Gott. Oh, das sind echt nicht meine Lieblingsgegner. Ich muss sagen, obwohl es wirklich sehr viele schlimme Gegner gibt, würde ich schon fast behaupten, dass sogar die Spinnen echt meine Hassgegner sind inzwischen. Das liegt aber auch eher so ein bisschen an dem Lost-Charakter, weil Spinnen mit dem Lost-Charakter sind einfach so nervig, ne? Ihr könnt es euch nicht vorstellen, das ist einfach so räudig, weil die Bewegungen kannst du halt schwer erahnen und deswegen ist der Charakter einfach... Oh, cool. Also, wir haben jetzt schon zwei Orbital-Blocks. Das ist gar nicht mal bad. Wenn wir jetzt vielleicht noch den Rock kriegen, da hinten im Stein, das wäre nicht schlecht. Holy, okay, cool. Könnte vielleicht doch noch ein angenehmer Run werden, Leute. Mal gucken. Und... Warte mal, gehen wir noch zum Shop? Gucken wir mal. Oh, die Red Candle... Die Red Candle. Boah, wieso kriegen wir keine zwei Münzen mehr? Oh, das ist so schade. Oh, die wäre echt gut gewesen. Die Red Candle. Oh, Nose. Oh, fucking Nose. Oh, nee. Der Horn ist wirklich einer meiner Hassgegner. Boah. Boah. Komm schon. Oh Gott, Alter. Holy fucker moly. Alter Schwede. Jawohl. Huh, den ersten haben wir geschafft. Wir kriegen Synthol. Damage und Range up. Und The Blighted Ovum. Ja, ist okay, glaube ich. Jawohl. Das haben wir schon mal gut gemacht. So, jetzt bitte kein... Ah. Jawohl, Kohle. Ja! Die Kohle ist super awesome. So, wir gucken mal, vielleicht kriegen wir noch zwei Münzen. Sieht nicht so aus. Schade. Schade. Aber wir haben eine Bombe. Warte mal. Ja! Die Bombe ist sogar sehr gut, weil wir damit... Wollen wir das machen? Wollen wir Münzen hier wegsprengen, um uns die Candle zu kaufen? Oder versuchen wir es... Na komm, wir versuchen es so, oder? Ach komm, wir versuchen es so. Ich glaube, das ist besser. Als wenn wir hier wieder ein paar Münzen raussprengen und dann... Schaffen wir es nachher doch nicht, ne? Versuchen wir es lieber so. Ich sage mal so, wir haben jetzt ja ganz guten Schaden. Wir haben die Kohle, die macht nochmal Schaden auf Range. Und wir haben ja auch so Synthol, wir haben... was haben wir noch bekommen? Den Rock. Und das war's, glaube ich, ne? Ja, und wir beide Orbital Blocker. Wow, wir haben wieder ein Curse of the Labyrinth. Wow. Oh, ey, die Gegner habe ich, ehrlich gesagt, da habe ich echt ein bisschen Angst vor. Das ist gar nicht so easy. Angst habe ich auch schon. Wenn ich hier wieder sehe, das ist ein Curse of the Labyrinth. Wir brauchen zwei Schlüssel.
Da braucht man eigentlich nur auf Range bleiben. Wow. East Birdfoot, den können wir mitnehmen, aber es bringt ja nichts. Ich weiß nicht, war das nicht so, dass wir Schaden bekommen müssen, glaube ich, ne? Damit der kommt. Würde mich wundern, wenn es jetzt auf einmal nicht so wäre. Okay, das ist schon mal ganz cool. Zwei Bomben ist auch cool. Wir können ja fliegen, ne? Oh Gott. Ich hasse Spinnen, ne? Ich hasse sie einfach wie die Pest. Ah, es gibt echt, glaube ich, nichts, was ich mehr hasse als Spinnen in diesem Game. Amnesia. Oh. Ekelhaft. Ja, ihr merkt schon, ne? Gerade bei solchen Räumen, ne? Da bin ich schon wieder teilweise so konzentriert, dass ich überhaupt nicht mehr spreche. Ne? Das ist... Das ärgert mich selber, aber da muss man manchmal einfach konzentriert bleiben. Weil das kann einen echt übelst den Run kosten, so ein Raum. Aber ich find's echt ätzend, dass ich jetzt Amnesia habe. Das nervt mich übel. Jawohl, gehen wir mal rein. Der Wafer! Das ist natürlich totaler Käse, ne? Der Wafer bringt gar nichts. Oh, die Viecher sind auch super nervig. So, komm, jetzt noch irgendwas Tolles. Oh, die satanische Bibel, die bringt auch nichts. Außer, dass wir ein bisschen evil sind. Das ist nicht so cool. Das ist echt nicht so cool. Leider Gottes, das ist halt echt nicht so cool. Warum sind wir denn so klein? Achso, das war wegen dem Pilz. So, warte mal. Kriegen wir den noch? Oh Gott, das war ja richtig bad. Das war ja semi-optimal. Erstmal, ich weiß nicht, eigentlich könnte ich hier theoretisch die benutzen, um andere Sachen zu bekommen. Aber irgendwie bin ich dazu ängstlich. Vielleicht kriege ich ja auch so noch was Tolles. Health up. Wahrscheinlich nicht. Nee. Wahrscheinlich nicht! Wow, bin ich jetzt ernsthaft hier der Wizard? Der Wizard Boy. Ich warte einfach, bis das weggeht. Hä, warum sind die jetzt gestorben gerade? What the fuck? In solchen Räumen sterbe ich normalerweise immer. Ich bin schon ein paar Mal in dem Raum hier gestorben. Weil ich überhaupt keine Ahnung habe, wie ich in so einem Raum spielen soll. Ne? Das ist super dumm irgendwie. Die Tränenbomben. Die sind gar nicht mal bad, aber... Ich glaube nicht, dass wir die brauchen. So, wir müssen noch weiter nach unten, habe ich das Gefühl. Wir müssen hier irgendwo lang. Ich sag mal so, die blauen Steine jetzt noch wegzusprengen, macht eigentlich wenig Sinn. Weil wir ja sowieso, oh Gott. Boah, ich bin so lucky gerade, ne? Also wirklich, wenn da eine Spinne auch nur ansatzweise irgendwie dumm springt, dann habe ich echt ein Problem. Das wäre echt cool, wenn ich den Schuss permanent hätte, ne? Diesen Slow-Schuss. Es hat ja auch jemand reingeschrieben, dass ich doch erst die Dings machen soll. Die Donation-Maschine komplett voll, weil ich damit diese komische Stopwatch bekomme. Und das ist eigentlich gar nicht mal so eine schlechte Idee. Aber da muss ich ja noch super viel füttern, ne? Oh Gott. Boah, Alter, der ist so fast, ey.
Alter. Hat er mich gerade versucht zu lasern? Puh, okay, den haben wir schon mal geschafft. Wir kriegen Tears Up, Shot Speed Down und ein HP-Upgrade. Und, was bekommen wir hier? Beim Hollow. Oh Gott. Und wir sind auch noch der langsame Kopf. Oh Gott, habe ich ein Glück. Huiuiuiui, jetzt bitte irgendwas Tolles. 9 Lives. Oh, das ist nicht gut. Ah, es ist überhaupt nicht cool, ne? Wir bekommen halt zweimal eine XL-Ebene und bekommen halt da auch nur Müll im Teufelsstil. Ah, ja, was willst du machen? Was willst du machen, ne? Das ist natürlich ein bisschen ungünstig, aber was willst du tun? So ein Raum, ne? Es wirkt erstmal super easy, aber es ist auch sehr, also es kann durchaus passieren, dass ein so ein Raum killt, weil diese Viecher halt so einen richtigen RNG-Faktor halt wieder haben, ne? Die haben halt wieder diesen RNG-Faktor dadurch, dass sie permanent random schießen, ne? Ist halt super dumm. Das kann einen übel schnell wrecken. Nein, dieser Raum hier ist super easy. Kann eigentlich überhaupt nichts machen gegen mich. Der Boy. Der kleine Chubby Boy. So, wo gehen wir lang? Gehen wir hier lang. Immer gucken, dass man sich von denen fernhält. Und immer darauf achtet, wo die hinspringen. Die springen immer an die Position, bei der man zuletzt war. Und da muss man echt vorsichtig sein. Weil die Viecher sind, gerade wenn da mehrere drin sind, da kann einen das übel schnell wrecken. Okay. Ich sag mal so, Schaden haben wir langsam echt ganz guten. Das Einzige, worüber ich mir Sorgen mache, ist halt, ich kenne mich, ne? Ich werde irgendwann von irgendeiner Scheiße wieder getroffen. Das ist so das, wovor ich Angst habe. Fate, Flight Eternal. Ja, ist ja ganz lustig, aber bringt tut's uns nichts. Einfach auf Range bleiben bei den Viechern. Nicht nur, dass wir da mehr Schaden machen durch die Kohle, sondern auch gleichzeitig, okay, da ist der. Okay, dann gehen wir erstmal dahin. Gleichzeitig können die uns nicht so leicht treffen. Na, das ist easy. Dann haben wir noch einen Raum. Okay. Was haben wir hier? The Lovers. Brauchen wir logischerweise nicht. Der Dark Boom Friend bringt uns ehrlich gesagt auch nichts. Keine Ahnung, wir bekommen jetzt gerade nicht so den Premium. Das Premium-Gedöns. Okay. Vielleicht kriegen wir beim Shop nochmal was Tolles. Nee, kriegen wir nicht. Dann würde ich sagen, können wir die Gunst eigentlich nutzen und hier wenigstens in der Donation-Maschine mal langsam was reinballern. Na gut. Das war jetzt nicht so worth. Wir können mal das hier machen. Zack. Immerhin noch ein bisschen Evil ab. So erhöhen wir wenigstens die Chance, ein Teufelsziel zu bekommen, wenn ich mich nicht irre. Weil ich glaube, schwarze Herzen zu erhalten ist schon... Ich glaube, das erhöht schon die Chance, einen Teufelsstil zu bekommen. Okay. So, das heißt, hier vorne ist der Boss. Ja, wir haben schon echt guten Damage. Oh Gott, habe ich mich gerade eingekackt. Wir sind auch super langsam. Das ist so das Problem. Das ist echt ein Problem. Oh Gott. Oh, da könnte mein Ende sein. Oh Gott im Himmel. Das hätte mein Ende sein können, Leute. Huiuiuiui. Das war echt tricky. So, okay. Also, wir gehen zum Boss. Mal gucken, was es ist. War. Wir werden den Devil-Karte benutzen. Oh Gott, Alter, hat er mich gerade fast gerippt damit. Oh, wir sind super langsam. Der ist so super schnell. Jawohl, wir bekommen ein neues Orbital Block. Und jetzt bitte. Ah, es ist ein Anfang, aber es ist kacke. Ah, es ist nicht gut genug. Es ist einfach nicht gut genug. Oh, das bringt doch alles nichts. Ja, das sieht nicht gut aus, Leute.
Also auch wenn ich mich jetzt gerade ganz gut mache, indem ich nicht getroffen werde von irgendwelchen random Scheiß. Wenn das, also damit können wir echt nichts reißen. Das ist einfach leider so, ne? Ich guck gerade mal nochmal nach, ob hier noch irgendwas ist Tolles. Da vorne ist noch so ein Boss. Warum sehe ich denn den? Warum sehe ich denn, dass da ein Boss ist? Nochmal. Okay. Das ist so dumm, ey. Wir bräuchten jetzt irgendwie zwei Guppy-Items, aber wo willst du die hernehmen, ne? Wo nimmst du zwei Guppy-Items her? Das ist halt die Sache. Okay, gucken wir nochmal hier. Greed. Gluttony. Oh, lol. Das war ja ultra bad. Okay. Also, hier gab es nichts mehr Tolles. Wir müssen eigentlich jetzt theoretisch sowas mal machen. Ich weiß, es ist kacke, aber wir müssen es machen. Wir müssen jetzt gamblen, weil ich meine, wir bekommen sowieso nicht mehr viele Möglichkeiten, das hier noch irgendwie in irgendeiner Weise zu buffen. Also von daher müssen wir sowieso jetzt ein bisschen risikoreich spielen. Okay. So, die Cartridge brauchen wir nicht. Da oben war... Was war denn da oben? Da oben war ein Sinnraum, ne? Na, kannst du auch vergessen. Ah, das ist so bitter. Bitter! Denn es gibt hier nur Müll. Es gibt hier wirklich nur Müll. Ich weiß nicht, was ich hier noch mitnehmen soll, Leute. Hm. Das ist halt das Ding, ne? Was nimmt man jetzt noch mit? So, das ist jetzt hier schon eine Mutterebene. So. Das heißt... Das ist sowieso super tricky, weil wir übelst aufpassen müssen, dass wir nicht sterben. Und die Chance, dass wir einen Teufelsdeal bekommen, nicht gerade hoch ist. Dementsprechend mal gucken, wie weit wir überhaupt kommen. Okay, was haben wir hier? Luck-Up. Ja, so eine Luck-Up-Pille ist schon was Tolles. So, da haben wir die schon mal weggesprengt. Was haben wir denn hier? Ketchup, der Gute. Der gute Chubby. Chubby, Chub, Chub. Das Gute ist, man kann ihn so resetten, indem man einfach hier drauf läuft. Dann wartet man einfach ab. Und dann lockt man den wieder an, dann wartet man wieder ab, dann lockt man den wieder an und so weiter. Man sollte vielleicht nicht direkt wieder drauf gehen. Aber das geht eigentlich ganz gut. Wow, jetzt habe ich gerade einmal kurz auf meine Aufnahme geguckt und wäre beinahe in dieses komische Vieh reingelaufen. Das wäre stupid gewesen. Der spawnt übrigens Fliegen, wenn er Schaden bekommt. So, das ist doch schon mal ganz cool. Was haben wir denn hier? Wir haben auch noch einen Shop, ne? Warte mal, da ist der Schatzraum. Ja, dann können wir ja... Müssen wir hier lang. Oh, ich bin tot. Oh, ich hasse das. Wenn man da nicht schnell genug ist, ne? Wie soll man das machen? Ich begreif's nicht. Das ist so die Sache, die ich, wo ich mich echt frage, wie willst du da langkommen, ne? Ohne zu sterben. Vielleicht außen am Rand lang fliegen, aber... Ja gut. Was soll's, Leute. Ja, ich denke mal, wir haben über heute über eine Menge Themen geredet. Wie gesagt, ich weiß noch nicht. Also Afterbirth werde ich auf jeden Fall spielen. Aber wie es jetzt weitergehen wird, nachdem wir alles freigeschaltet haben, weiß ich, wie gesagt, immer noch nicht. Das entscheiden wir, glaube ich, dann. Freut mich auf jeden Fall, dass ihr in der einen Folge so viele Kommentare geschrieben habt. Wie gesagt, ich würde es gerne öfter sehen, aber ist auch kein Problem, wenn es nicht so ist. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann, haut rein.